Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Die Sims 3 und unseren Seachers bzw. Newtons. Ha, lang ist's her gefühlt, weil ich habe schon wieder eine Woche nicht bei den Newtons aufgenommen. Was dazu führt, dass das Spiel gleich wieder ein bisschen stocken könnte. Ne? Das ist hier immer so das Hauptproblem an der Geschichte, dass diese Nachbarschaft oder dieses Haus, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwie so ein bisschen... Ja, am rumrödeln. Also ich weiß auch nicht, wie ich das anders sagen soll. So, aber schauen wir doch einfach mal, was wir uns jetzt hier zu essen gönnen. Wir gönnen Preston einfach mal seine Burger, ne? Denn er liebt ja Burger. Also wollen wir das mal auch ja so lassen. Helen. Ich glaube, wir lassen sie da jetzt einfach noch ein bisschen weiter spielen, oder? Ich hatte letztens übrigens auch wieder das Problem, als ich hier die Newtons aufgenommen habe. Hier lief das mega super krasse Lied, was ich total gern habe. Und YouTube claimt mir das erstmal gleich wieder, zwecks Copyright, ne? Da dachte ich auch, wollt ihr mich verarschen? Ich verstehe es immer nicht, ne? Ich quatsch da drüber, so, ne? Es ist ein Lied, was nicht mal das Originallied ist, sondern für die Simpsons verändertes Lied. Und dann kommen trotzdem irgendwelche komischen Copyright-Ansprüche. Also, oh, ich verstehe das immer nicht. Das macht Sims 3 manchmal für mich echt unspielbar, weil ich dann im Nachhinein immer noch irgendein komisches Zeug drüberlegen muss, damit ich das überhaupt raushauen kann, so, ne? Das geht mir richtig auf den Keks. Oh, nee. Einfach nur mal, damit ihr Bescheid wisst, ne? Es ist übrigens auch der Grund, warum sich Umstylings immer so hinziehen, weil ich dann immer versuchen muss, die Musik da auch auszumachen. Damit es da nicht so zu komischen Sachen kommt, ne? Damit ist er nicht zu spaßen. Ist nicht schön. So, wie weit ist Helen? Helen ist spaßmäßig voll. Helen begibt sich jetzt Richtung Klo und Richtung Kühlschrank. Und danach können die beiden eigentlich schon schlafen gehen. Aber es ist 18.26 Uhr. Was sollen die beiden da schon schlafen gehen? Schon ein bisschen komisch, oder? Wir bürsten mal hier eine Runde Irina, weil ich die Hoffnung habe, dass wir uns hier noch die beste Freundin an Land ziehen, die wir haben wollen. Ne? So, dann, liebe Helen, hol dir mal was aus dem Kühlschrank. Lass es dir schmecken. Ne? So, und wie viel brauchen wir hier noch bei Irina, damit das irgendwie klappt? Sieht eigentlich ganz gut aus. Ohne Witz, ich glaube, ich muss die Musik einfach generell mal ein bisschen leiser machen. Dann haben wir da vielleicht auch weniger Probleme. Ich weiß es nicht. So, können wir für was loben? Ja, abenteuerlustig sein können wir ja mal loben. Und ausschimpfen für aggressiv sein. Muss ja nicht unbedingt sein, ne? So, wir haben immer noch unsere Midlife-Crisis. Und ich hatte auch überlegt gehabt, hier wegen diesem Artikel-Dingens. Wir konnten ja hier auch nichts weiter schreiben, ne? Das nervt mich so. Keine Ahnung, was wir damit machen sollen. So, aber gut, wir räumen mal den Teller weg und, ja, keine Ahnung, sollten wir vielleicht einfach mal ins Bett gehen. Wir wollen ja sowieso hier noch die Hochzeit und alles organisieren. Ah, ist halt die Frage, heiraten wir im kleinen Kreis? Weil unser Hauptproblem ist ja, die ganzen anderen Seachers sind ja überhaupt nicht mehr da, ne? Also, ne, wir sind ja hier einfach ausgewandert, wir haben keinen Kontakt mehr zu keinem. Ist halt irgendwie schwierig. Aber wisst ihr was, warum schlafen wir jetzt hier einfach? Das, geht doch auch noch mal ein bisschen romantischer. So. Wenn wir hier schon mal die Zeit haben, sollten wir sie auch finden. So. Helen ist am Start. Wunderbar. So. Und ja gut, das ist natürlich auch eine Option, so, ne? Aber ich will nicht, dass wir so schnell hier wieder ins Chaos reingehen. Ihr wisst, wo das endet, wenn wir hier anfangen, Baby zu machen. Dann ist alles vorbei. Dann ist hier Armageddon und gleich haben wir wieder 10 Kinder. So. Das können wir nicht machen. Also bleiben wir hier einfach bei romantischen Herzen auf unserem Bett. So, wow, einfach immer noch nicht müde. Preston, schlafen. Helen? Helen? Schlafen. So, gute Nacht, ihr zwei. So, wie geht's Irina? Irina spielt mit dem Ball, aber rein theoretisch wäre auch aus dem Napf fressen gerade cool. Also machen wir das doch mal glatt. Ich muss sagen, das Spiel stockt gerade nicht, ne? Ich will nichts heraufbeschwören so. Aber im Gegensatz zu den Folgen davor ist das ja gerade hier mega. Bingo möchte rauskommen, Alter. Bingo. Beste Freunde ist ja schön und gut, aber das war so, als ihr Kinder wart. Ist ja unfassbar. So. Ja, eigentlich können wir Irina dann auch schlafen schicken, ne? Irina, kannst mal ein Nickerchen machen. Lass es dir gut gehen auf der Couch. So, und Rübe? Ja, Rübe kann eigentlich gleich mal an einem
Knochen rumkauen. Irina ist schon wieder aufgestanden. Irina, machst du jetzt gerade echt Preston wach? Gottes Willen, Alter, warum hat das Tier so viel Langeweile? Irina, raus. Das geht ja gar nicht. So, jetzt sind sie beide wach hier. Es ist ja unfassbar. Helen, geh wieder schlafen. Du brauchst den Schlaf. Alles wird gut. Ach nee, Irina, ey. So, Rübe, wie weit bist du? Rübe kann mal aufstehen. Und dann können die beiden ja hier nochmal ein bisschen Kontakte knüpfen und schnüffeln und weiß ich nicht was. So, ihr zwei. Dann macht hier mal. So, einmal eine Runde beschnüffeln. So, und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir Irina eine Runde spielerisch jagen danach. So, ich traue mich wieder nicht so nah hier ranzugehen, weil ich die Musik schon wieder so deutlich höre. Ist doch irgendwie schlimm, oder? So. Dann jagen wir jetzt mal eine Runde. Einfach nur, um Wünsche zu erfüllen. Freude. Sehr cool. So, dann können sie sich ja hier noch mal ein bisschen durch die Gegend toben. Das ist doch mal was. So, da ein bisschen schneller für die Energie, die wir brauchen. Die wir dann auch hoffentlich haben. Ach ja. Dö-dö. Du. So, steigt aber irgendwie auch nicht schneller, ne? Aber sind relativ gleich wach dann die beiden. So, haben wir das Schlafen dann jetzt voll? So, 3 Uhr habe ich einfach mal verpasst, aber hat trotzdem funktioniert, sehr gut. So, Preston steht einfach knallhart auf. Ne, sie kuscheln nochmal. Das ist ja süß. So, dann machen wir hier mal sauber. Machen uns mal fertig. Da kam gerade der Wunsch, den Napf zu füllen. Ha! So, liebe Helen. Jetzt das 4-Uhr-Phänomen, ne? Das ist auch immer wieder geil. Wenn du um 3 Uhr nichts hast, aber um 4 Uhr dann was passiert. So, Helen, aufstehen. Der neue Tag ist da. Einmal Betten machen. Sehr gut. Oh mein Gott, Preston. Okay, wir füllen jetzt einfach mal so den Napf, damit hier keiner verhungern muss. So, dann müssten wir eigentlich mal duschen, aber wir gehen jetzt erstmal essen. Weil die Weihe Preston ja da momentan ist. So, und Preston könnte rein theoretisch dann auch mal was Neues kochen. Hier, komm, ein Stopfen bitte. Sehr gut. Haben wir das doch glatt repariert gekriegt. So, und dann frühstücken wir jetzt hier einfach mal Pfannkuchen. Wird mal ein bisschen gekocht. Was ist mit Rübe passiert? Steckt der da fest? Nee. Rübe kann den Rückwärtsgang einlegen, sehr gut. Dann Rübe, kau doch einfach da mal ein bisschen drauf rum. Was hältst du denn davon? Irina hat auch denselben Plan. So, wir kommen jetzt gerade an den Geschirrspüler nicht ran. Okay, so. Machen wir einfach nochmal. Und dann machen wir uns ja auch mal ein bisschen fertig. So, dalle. Na, Preston, ich hoffe, die Pfannkuchen werden gut. Na, sieht ganz gut aus. Sehr schön. Da freuen wir uns doch. Dann hau da mal rein. So, und dann können wir die Reste eigentlich auch schon wieder wegstellen. So, das ist von alleine weggeräumt. Sehr gut. Irgendwas sauber machen? Nö, passt alles. So, sehr schön, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal unser Buch zu Ende, hoffe ich. Dass wir das noch zeitlich alles ganz gut hier in den Griff kriegen. So, der Gartenzwerg ist schon wieder nach draußen gewandert. Und Rübe spielt mit dem Ball. Oh, wie süß. Oh, Rübe. Oh, wie putzig. Rübe wird ein großer Ballspieler. Rübe. Hui. So, was macht Irina? Irina schläft hier erstmal noch aus. Auch wenn die Zerstörungswut schon groß ist. Ha, was machen wir denn jetzt mit Preston? Wir müssen in 2 Stunden arbeiten? Wir könnten rein theoretisch noch ein bisschen Charisma lernen. Oder? Da wir das halt hier als Aufgabe mit haben. Dafür müssten wir uns rein theoretisch aber einen Spiegel kaufen. Ich hänge jetzt einmal hier übers Partyzimmer. Gucken, ob das ein Plan ist. Ich weiß nicht, der sieht ein bisschen tief aus dafür, ne? Und wir kriegen ihn da nicht angehangen. Hä? Warum kriegen wir ihn da nicht angehangen? Okay, den kriegen wir da angehangen. Aber ohne Witz, ich finde den gar nicht so schlecht. Ich übertrage mal jetzt hier den Anstrich vom Waschbecken da drauf. Ich finde den gar nicht so übel. Kann man machen, oder? Ich finde das gar nicht so schlecht. So, lieber Preston, dann kannst du mal anfangen, hier reden zu üben.
Ich würde auch gerne das Haus weiter einrichten, aber ich traue mich momentan nicht so an das Geld ranzugehen, weil wir davon nicht allzu viel haben. Mal gucken. Insbesondere, wie lange Helen jetzt für das Buch braucht. So, das Lebensmittelgeschäft hat Rabatte. Das ist doch schon mal sehr schön. So. Und hier lernen gerade einfach alle nur. So, Presto ist in 2 Stunden los, ne? Jetzt also. So, da ist auch schon unsere Arbeit reingeflogen. Dann gehen wir mal los. So, Helen können wir eigentlich ruhigen Gewissens hier lassen. Irina hätte gerne ein bisschen Zerstörung. Vielleicht machen wir das mal zuerst. So, dann können wir auch gleich den Napf da noch mit reinnehmen. So, und beispielen wollen wir auch. Dann nehme ich mal den Friedhof weg, da werden wir wahrscheinlich eh nicht hingehen. So, Rübe, in der Zwischenzeit kannst du ja hier schon mal aus dem Napf fressen. Und wir rennen mal Preston hinterher und gucken, an welchem Strand wir wieder ankommen. Okay, unser Standardschrank, genau, unser Standardschrank. Unser Standardstrand, mein Gott. So, da schillt auch wieder das Hausboot, ne? Was da letztens so cool eingepackt hat. Hausboot finde ich ja auch interessant, ne? Das hatten wir auch schon ewig nicht mehr. Das hatten wir einmal bei den Sieges, 1.0? Ich glaube, bei den 1.0 Sieges. Ein Hausboot hätte ich irgendwie auch mal wieder Bock. Vielleicht bauen wir mal demnächst wieder ein Hausboot. Einfach nur... Alter, ist der gerade durch das Boot gefahren? Einfach nur, um was mit einem Boot zu machen. So, Helen, wie läuft's bei dir? Noch alles im grünen Bereich? Das sieht gut aus. Irina liegt schon wieder im Körbchen. Eigentlich wäre doch da der Napf meine Option, aber... Ne? Jeder wie er will. So, jetzt, wisst ihr? Jetzt stockt das erste Mal das Spiel. Ich bin schon ein bisschen stolz. Ne? Also, für den Spielstand ist das echt toll. So, Preston hat seinen wöchentlichen Lohn von 840 Simoleons erhalten. Setze die gute Arbeit fort. Jetzt hier ist gerade Abfuck, ne? Das läuft gerade nicht so gut. So, und unsere gute Helen hat die ganzen Tantiemen gekriegt. Sehr schön. Okay, Geldproblem vielleicht gelöst. Vielleicht können wir ja doch hier bald mal ein bisschen was einrichten. Allerdings hat Helen auch noch den Midlife-Crisis-Wunsch, sich ein Auto im Wert von 10.000 zu kaufen. Geld, was wir momentan überhaupt nicht haben. Ich weiß gar nicht, wir können mal im Inventar gucken, ob wir da noch irgendwie was rumfliegen haben, was ich jetzt vergessen und damit ignoriert habe. Keine Ahnung. Wow, Alter, wenn ich das Spiel mal lobe, weißt du, dann geht alles den Bach runter. Wir haben noch einen College-Garten-Zwerg, wir haben noch die olle Karre. Die können wir rein theoretisch mal verkaufen, die brauchen wir halt einfach eh nicht. So, und hier, ja, wir erinnern uns alle an... Wir erinnern uns nicht. Wie heißt der? Oh Gott, jetzt hat den Namen auf einmal vergessen. XY möchte rauskommen zum Spielen. Gott, wie heißt denn... Wie heißt unser imaginärer Freund? Das erste Spielzeug von Preston. Ja, wie heißt... Oh Gott. Bingo, mein Gott. Ja, Bingo. Ich sag dazu nichts. So, kriegen wir jetzt hier jemanden zum Retten, sagt mal. Da gehen 2 ins Wasser. Das könnte hier natürlich sehr gefährlich enden, wie man weiß. Ja, da geht's auch schon los. Komm schon, Preston. Baywatch is activated. Du-du-du. 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 Okay, das ist jetzt zwar der falsche Film, aber ich finde es auch irgendwie mal sehr passend. Dramatische Musik. So. Rettung ist nah, weißt du, und er schwimmt halt einfach dran vorbei. Oh, lass mal den Rettungsschwimmer. Herrlich. So, jetzt haben wir schon wieder 315 Simoleons gekriegt. Ach, für die Rettung. Wollte gerade sagen, für was haben wir denn jetzt die Simoleons gekriegt? Ach, ja, läuft einfach zu geil. So, wow. Währenddessen. Oh mein Gott. Okay. Hallo? Nee, Moment, das können wir anklicken. So. Ja, genug gerettet. Preston, spring mal da rein. Wenn sie gleich am Strand umfällt, hast du ihn schon mal gerettet. Das ist doch was. So, sie holt noch den Sonnenschirm raus, geht 2 Meter weiter, Krückstock und alles ist gut. Okay, alles ist gut. Sie fällt nicht einfach um. Doch, sie fällt um. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. So, wir machen jetzt aber erst einmal hier die Wiederbelebung von einem Menschen, der einfach am Strand umgefallen ist. Ja, so schnell kann es gehen. So, jetzt lass ihn mal hier in Ruhe. Wir müssen dann zu Laura. Die liegt hier auch schon wieder rum. Alter, was ist denn hier... Wenn er jetzt auch noch umfällt, kriege ich die Krise. Was da los, ey? Er läuft. Er läuft. Er scheint es zu überleben. Oh mein Gott, ey. Wirklich. Alle liegen sie hier oben. Okay, gut, dass das Wiederbeleben schnell geht. Dann kann uns später nachschleichen. Oh mein Gott. So, wie geht's Helen? Langsam aber sicher geht's in den spaßhungrigen Bereich.
So, Preston, hier, komm, gib alles. Wir wollen sehen, wie das läuft hier. Wie sie einfach weiteratmet. Ach ja, wiederbeleben bei den Sims ist schon manchmal eine interessante Sache. Leute, die einfach so am Strand umfallen. Und Leute, die nach der Rettung noch umfallen. So. Wow, jetzt werden wir auch noch angemacht dafür, dass wir die Person gerettet haben. Ist ja nett. So, ob es geht auch noch baden, das könnte irgendwie schwierig laufen. Ich habe Angst. Aber ohne Witz, wie es hier weitergeht, sehen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dass wir uns dann ja hoffentlich auch beim nächsten Mal wiedersehen. Und ja, dann macht's gut, macht's besser und bis dann.